Wie, hallo, warte. Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Projekt von Baumratten LP. Der Kafiro ist auch dabei, der ist ein anderer Jo, Let's Player. jo, jo, ich bin auch da. Ja, und heute spielen wir mal auf Death Pro Yu-Gi-Oh! Und ihr seht hier, was sich hier auswählen kann. Stein, Papier, Schere. Und mal gucken, ob der Kafiro dagegen mithalten kann. Kann ich nicht. So, ich Wenn ich nehme. das schon verliere, dann kannst du das ganz vergessen. Und jetzt warten wir. Ach Mann. Was machst du denn auf Stein, ey? So. Ja, wir haben vorher abgesprochen, dass ich eigentlich Papier nehme und sofort gewinne, Von aber wegen. Fick dich ins deshalb Knie. nehmen wir das. Ich nehme jetzt Schere. Ach, Junge, jetzt nehme ich, will Es anfangen. läuft. Das ist der große Ja, Stein-Papier-Schere-Simulator sonst hier. nicht. Ich will kein Papierschneid-Schere-Simulator. Und was nehmen wir Das jetzt? deprimiert Random, mich. random, random. Und wir nehmen das. Nein! So, ich Wir fick's haben an. Hau verloren. raus. Das kann gar kein gutes Duell mehr werden für uns. Bestimmt nicht. Vergiss es. Starte, hau raus. Ich hab richtig krasse Hand, Junge. Das ist sogar extrem geil, dass du anfängst, finde ich. So. Was? Ich muss anfangen? Ja. Nein. Du Warum hast du magst noch das ja kein mit Monster deinem. gespielt? Du magst das mit deinem Deck ja nicht so gerne, wenn du anfangen musst. So, dann erstmal eine Karte verdeckt. Und ich würde sagen, das reicht für den ersten Spielzug. Dann ist der Kafiro wieder dran. Eine Karte, ja komm, weißt du, die stack ich direkt weg. Ja, mach doch. Ja, will ich ja, aber du hast Ja? irgendwas, ich kann hier nicht. Würde mich nicht jucken. Hör auf, hier irgendwelche Effekte nicht zu aktivieren oder doch zu aktivieren. Irgendwelche Schnellkarten. So, was kann die Wer Karte denn Yu-Gi-Oh! überhaupt? Kennt, kann hier bei meinem Deck schon sofort erkennen, was ich für ein Deck genommen Das habe. ist scheiße, das Deck. Das ist sehr stark. Ich habe zwar noch ein paar andere Karten drin, die wahrscheinlich den Kafiro überraschen werden. Was? Falls sie kommen. Ich habe nichts gesagt. Ach ja, komm, weißt du, da hast du wieder direkt neue Karten. Hast du das halbe Oh, Deck da sofort ein ausgetauscht? schwarzes Loch raus. Ja, muss ich ja. Ich vertraue deinem komischen Kack da nicht. Willst nicht fusionieren? Was denn? Ich hab doch nichts zu fusionieren. Hab Nein. ich echt nicht. Wahrscheinlich. Ah! Ja. Ey, das hört sich gut an. Das ist richtig schnieke. Hier, da habe ich direkt eine geile Karte. Den Rampengo, der Rampengo, der kann alles. Der haut richtig rein. Da kriege ich schon den ersten Schaden Ja, gleich. bestimmt. Ja, du hast ja nichts. So. Wahrscheinlich. Was verbannen wir denn? Kommt weg mit dir. Alter. Ja, immer diese Und. langen Effekte von dir. Ja, von wegen. Ich glaube, du hast so längere Effekte, oder nicht? Psch, Alter. das hat So. keiner gehört. Hä? Achso, ich hab das verbuggt. Geil. Ja, hast Apropos, verkackt? in meiner Aufnahme seht ihr jetzt wahrscheinlich, dass da unten jetzt Steam sich geöffnet hat, Fenster. Das tut mir natürlich leid. Ich hab's vorher vergessen zu schließen. Ja, der Kafiro ist halt noch nicht so professionell wie wir. Sicher. Würde ich mit dem Shui aufnehmen, wie sonst immer, wäre das natürlich alles gar kein Problem hier, dass wir irgendwelche Fehler reinhauen. Das kennt man ja nicht von uns. Nie. Das ist alles nur. Aber wir haben gedacht, komm, nehmen wir mal einen Special Guest mit dem Kafiro. Ihr könnt ja auch gerne mal auf seinen Kanal gehen. Ja, könnt ihr. Ich habe ja auch, ich nehme das ja auch auf. Außer die Aufnahme verkackt jetzt. Ja. So. Dann seht ihr gleich erstmal, wie das schön verkackt hat mit seiner Aufnahme. Ja, dann seht ihr das. Nein, ich werde dann wahrscheinlich noch mal. Können wir eigentlich ein neues Duell machen? Nein. Aber so jetzt. Ach, ich muss Was für ein angreifen, ne? neues Duell. Ach nee, du hast schon Schall gekriegt, ne? Und es dauert und es dauert und Ja. es Ich dauert. habe ja noch meine Zeit gehabt. Ja. Weißt du, so einen Gammelzug gemacht und dafür so viel Ja. Zeit gebraucht. Das war ein Skillerzug, ey. So. Was können nur die Oberpros? Außerdem, was heißt denn hier ein Gammelzug? Du hast in deinem ersten Zug hier so einen komischen Lucius da einmal in Verteidigung verdeckt gesetzt. Ja, entspann dich. Die sind aber neu, ne? Ziemlich verarscht. Was? Die hast du doch neu reingepackt, oder? Landrobe. Psch, psch. Der ist nicht neu. Die habe ich auch in meinem echten Deck. Naja. Und wie. So, dann spielen wir noch.
den hier. Was? Achso, ich muss was machen. Weil ich kann was machen. Ich kann nie was machen, weil du nie deinen Effekt aktivierst. Nö, das will ich aber auch nicht machen. Kannst ruhig machen. Dann kann ich noch daraus jetzt den beschwören. Da habe ich mir schon gedacht, dass jetzt sowas kommt. Aber du hast das. Ach, was ist das denn? Ja, ist auch neu. Du hast das gesamte Deck ausgetauscht. Gar nicht. Ja, von wegen. Das Deck habe ich auch in echt genauso fast. Ja, ja fast. Ja, einfach alles aktivieren hier, was geht. Alter, komm schon. Wen wollen wir meiner Hand hinzufügen? Den. 2-8, ja, weißt du? Direkt. Whip. Warte. Gut raus. Aber der Kafiro darf wieder irgendwas annullieren oder sonst was machen. Aber ich möchte eine Karte von dir haben, danke. Schon mal dafür. Hier, kriegst du mein Monster weg. Ich möchte die Karte haben. Bleibt das nicht nur für einen Zug? Ja, reicht mir. Du kannst mich aber nicht angreifen in dem Zug. Die wäre ja eh weg gewesen. Du das? Ja. Ist dagegen. Oh. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir auf dem Ding schmeißen. Das kann ruhig weg. Und das. Ich sehe es kommen. Du wirst wirklich an deinen 2 Minuten verkacken, weil du deine Effekte einfach zu lang sind. Ach, quatsch nicht rum. Ich muss noch einen Effekt hier mir aussuchen. Egal. Wie viele, egal. Ach, das bereden wir irgendwann später. Ja. Die Karte kommt wieder in dein Deck zurück. Also die kommt nicht oben drauf, oder? Nö, wird reingemischt, okay. So. Ja, und gleich kommt ja mein Monster wieder zurück. Ja, hätte ich eh nicht vernichten können. Also. Deshalb. So habe ich zumindest. Weiß das ich nicht. Dauert ja alles noch. Ich kann ja noch was aktivieren in meinem Friedhof. Erstmal sofort hier machen. Seht ihr bei dieser wunderschöne Balken oben rechts. What the ja. fuck? Wie ist der zurückgesprungen? Warum ist der zurückgesprungen? Das nehmen wir. So wohl ein Scherz. Egal, der will echt an Zeitlimit abkacken. Ich rieche es. Ich mach mal 10 Sekunden kommen. 10, 9, 8, 7. Ich glaube, jetzt geht er geil. Ja, jetzt musst du das machen. Ja. Das dauert immer ein bisschen bei ihm. Ja, komm, füge sie deiner Hand hinzu, aber es ist nicht meine Hand. Ne? Ja, mir. Du sollst ja nichts kriegen. Ja, gib mir was davon. Ja, kriegst du hier die komische Schnellzauberkarte. Jetzt solltest du den Zug beenden, sonst. Ja, hab ich auch vor, wenn ich mal endlich hier dürfte. Oh, 10 und 9, das ist der Sieg! Nix Sieg. Mein Deck wird gemischt, Endphase. Boah, ich hab's gerochen fast. Du hattest nicht mal mehr den Ball. Och, Mann, jetzt. Brr. Irrelevant, hat alles gepasst. Egal. Wird dann eigentlich das Duell direkt beendet oder wird dann nur der Zug beendet? Nee, dann wird das Duell direkt beendet. Ich hab das dann gewonnen. Echt? Mhm. Ja, war aber noch lässig. Das war noch lässig. Das war überhaupt nicht lässig. Na sicher. Ich hatte noch genug Zeit für den Spielzug. So. Der hat mal 2-8. Der Einzige, was da anstecken kann, ist der Ulti Garpelio hier. Und den muss ich erstmal hinkriegen. Das ist ein bisschen kacke. Das ist halt so bei deinen Geistungeheuer-Monstern. Ja. Das ist mein Problem. Ich muss überlegen, wie ich jetzt verskillen kann. Nein, kann ich nicht. Obwohl doch, natürlich kann ich skillen. Ich hab's schon gehofft. Zeit läuft bei dem K4. Ja, aber ich krieg den locker hin, also mach mal hier nicht so auf. Ah, ja. Hier kommt erstmal ein Ältester. Der ist zu alt. Der rotzt dich jetzt erstmal weg. So. Ja, kannst noch ein Monster beschwören. Hm, ich weiß. Ich muss aber überlegen, was ich. Erstmal okay. Das. Oh.
Effekt aktivieren. Kommt denn jetzt Hene, Mene, Mu und raus bist du, dann kommst du. Wow, jetzt machst du ein Monster von mir kaputt. Ja, reicht mir. Wie gesagt, die Zeit läuft gleich. Ja, ist okay. Ich hab's schon verstanden. Wie ich nehmen würde, ist eigentlich egal. So, zumindest kriegst du ein bisschen Schaden. Reicht mir. Ja, die paar Hunderter kann ich verkraften. Ja, aber dafür ist er ja weg. Ja, aber als ob der mich stört. Ich warte und ich warte. Was war das denn? Der hatte 200 Attika zu wenig. Hä? Aber ich hatte doch den Apelio-Effekt. Hattest du nicht? Natürlich, das wurde mir sogar angezeigt. Das haben wir auf Aufnahme, hattest du nicht. Was ist das denn? Da sieht man, dass seit dem neuesten Update Defro ein bisschen verbuggt ist anscheinend. Willst du mich verarschen? Ja, den habe ich jetzt verloren wahrscheinlich. Ach komm, weißt du, den hätte ich weggekriegt. Warum hat er denn... Aber das muss doch eigentlich... Ja. Ich riech mich wieder auf. Ja, zu Recht. So, dann aktivieren wir mal eine Schnellzauberkarte. Und beschwören ihn. Obwohl, nee. Erstmal spielen wir noch. Ein anderes Monster. Nein. Das sieht aus wie die sichere Niederlage. Ich will ein Rematch haben. Mist, verkackt. Egal. Oh. Ach, du würdest. Warum hast du den Kopf? Ja, Banne. Der hat doch 2-8. Ja, ups, aus Versehen. Tut mir leid. Vielleicht habe ich doch bei der Dummheit noch eine Chance. Hahaha. Man greift er endlich an? Weiß ich nicht, du hast irgendeinen Schnelleffekt. Oder auch nicht. Aufgeben dürfen wir in dem Duell nicht, oder? Nein. Ja. Hab ich mir schon gedacht. Und ich würde sagen, das war's. Das war die perfekte Karte. Wirklich? Ja, eigentlich nicht. Ich weiß, wie perfekte Karte es geht. Das Problem ist, ich kann ja nichts vom Friedhof holen. Du könntest mit deinem Apelio angreifen. Kann ich nicht. Wo kann ich damit angreifen? Psch, psch, psch. Na sicher. Natürlich kann ich das machen, aber ich kann deinen Schaden kassieren um 600. Ey, nochmal die Karte gezogen. Das ist ja schön. Nochmal so ein Erebus, ist eigentlich limitiert. Was? Dieser Erebus der Unterwelt. Nein, da ist gar nichts limitiert, Karl. Ich nutze natürlich seinen Effekt. Nein, tust du nicht. Ach doch, musst du ja tun. Hab ich vergessen. Ja. Ach nee, muss ich. Was kann die Karte denn? Ich beschwöre noch etwas. Nein, nicht schon wieder. Ach komm. Was beschwörst du denn? Achso. Jetzt muss ich auswählen, ne? Ich darf mal auswählen. Ja. Den da. So, von mir aus. Ja, ist eigentlich egal. Nein, eigentlich nicht. Aber das bringt halt auch nichts. Der ist ja trotzdem weg, ne? Ich weiß nicht, was du da liegen hast, aber. Das habe ich da liegen. So, weg. Ja, ist eh weg. Wenn ich die jetzt. Echt? Willst du meins auch vorhanden geben? Ja, Meins für sich. Aber nochmal irgendwann beschwören. Ja, stimmt, ne? Aber ich kann es nicht beenden. Das ist jetzt ein bisschen kack jetzt. Ja, jetzt hau raus. Ja. Nein, was hab ich getan? Das war unüberlegt. Battle Face. Mann. Attacker.
Attacker. Ja, richtig, Attacker, ich geb dir schon. Was für Warte? Als ob du irgendwas aktivierst. Ja, ich hab. Siehst du, ich hab ja hier richtige Vielfalt. Auf dem Feld nichts, auf der Hand eine Karte jetzt. Ja, das wird's, richtig. Das übel. Wird's richtig hart reißen. Du weißt das doch. Du ja. musst nur was aus dem Friedhof oder ich, so beschwören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das Deck irgendwie zu schlecht. Ich, ja, selber schuld. Was soll ich denn aus dem Friedhof beschwören? Ich gebe keine Karte. Wenn du so ein Zähmer hättest, womit du dann aus dem Friedhof oder vom verbannten Feld was beschwören könntest? Zähmer? Zähmer, was war denn noch bei Zähmer? Ja, hast du eh nicht auf Hand. Ja, hier sieht man seine Karte. Ich hab jetzt verloren. Richtig übel Karte. Hey, du konntest meine Karte sehen, nein. Was erzählst nein. du denn? Also Spaß. Richtig üble Karte. Da, 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 da. Erstmal aktiviere ich einen Effekt aus dem Friedhof. Ich weiß gar nicht, ob der was bringt. Na sicher bringt er was. Den. Komm, komm, put, put, put. Da, 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 da. Was hast du mir gerade nochmal auf Hand gegeben? Ich hab dir einen Kaius auf die Hand gegeben. Ja, sag bloß. Ja, ich weiß. Weißt du, was er machen kann? Wie viel habe ich da? Ich steht da eine 3000 bei mir, ne? Jo. Ja, ich kann das nicht lesen. Son Gokus Haare machen das ein bisschen. Ah, nee, das ist nicht Son Goku. Das ist Gogetas Haare machen das ein bisschen zu dicht, ne? Du, du, du. Und dann gehen wir in die Battle Phase. Und Attacker. Ich bin weg. Damit kann ich mich ja schon mal von den Zuschauern verabschieden, oder? Psch, psch, psch. Erstmal Attacker. Ja, Attacker. Da steht. Ja. Boah. So ist es auch mal angreifen. Der herzzerreißende so. Niederlage für ihn. Nein, was nicht. Doch. Gestehe es ja ein, Kaffiro. Niemals. Also, was heißt denn hier eingeschränkt? Ich kann ja nichts dafür, dass das Spiel geballt hat. Der Effekt von Apelio gilt nicht. Also, sagen wir mal so, das war ein super Duell von uns. Verdächtig. Also eher von ich will eigentlich eine Revanche nochmal. Nenn. Gibt's vielleicht im nächsten Part? Kommt halt drauf an, wie das bei den Zuschauern. Warum wir können den Part auch nur länger schneiden, einfach. Psch, psch, psch. Das reicht für den ersten Part. Ja, okay, dann sehen wir uns dann im nächsten Part irgendwann. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Max vom Baumrand LP und? Achso, euer Kaffiro von Kaffiro LP. Nein, ohne LP. Also ja, nur Kaffiro. Der labert schon den ganzen Tag nur so einen Müll. Also haut rein. Ciao.